Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Nagarium-Update. Die Mäuse stehen übrigens inzwischen an einem anderen Ort, also an einer anderen Wand einfach nur. Jetzt kann man auch von dieser Seite hier ins Nagarium schauen. Und von da kommt dann etwas Licht. Ja, ich mache es wieder im Schnelldurchgang. Hier vorne ist eine Kokosnussschale, ein Kokosnusshaus. Hier sind die Reste vom Weidentunnel, also wirklich die Reste. Es ist fast nämlich gar nichts mehr übrig. Da hinten ist das größere Haus und das ist so angebracht, dass man hier reinschauen kann. Da sieht man jetzt auch zum Beispiel Nougat. Dann haben sie hier Futter. Dann ist da eine kleine Brücke, die rüberführt zum anderen Haus. Da ist das Wasser. Hier ist der Streu so 5-6 cm. Dann ist da hier so eine Weidenbrücke, was das abgrenzt, eine Korkröhre und hier ist dann eine Streu 10 cm. Dann haben sie da diesen Tunnel, diesen Turm mit diesen Löchern. Da oben führt eine Brücke lang zu dem Kork. Hier von dem Kork hier rüber geht auch ein Weg. Da können sie so durch. Und hier vorne ist dann noch ein Haus. Ja, ist nicht so voll, aber ich finde es ganz gut. Den Mäusen gefällt es auch. Jetzt zeige ich es euch noch von oben. Und sie nutzen es auch wirklich. Achso, und ich habe das noch mit so Gräsern und so dekoriert. So, jetzt mache ich mal auf. Hier ist, wie gesagt, das Futter für die Mäuse. Da ist eine Brücke, Wasser. Hier. Und dann können sie da lang. Hier ist diese Brücke, die darüber führt. Von hier aus kommen sie dorthin und da ist dann das Haus. Ich denke, sie werden entweder ja, hier drin schlafen, so wie diese beiden, oder in diesem Haus, oder in dem Haus, oder dort. Ja, also sie haben viele Versteckmöglichkeiten. Und ja, also ich bin zufrieden mit der Einrichtung. Und ja, ich muss mal neue Etagen machen. Die anderen sind ja kaputt, wie ihr vielleicht schon aus dem letzten Video wisst. Aber bin ich noch nicht zugekommen. Achso, und dann wollte ich euch noch sagen, wie übrigens die Mäuse heißen. Also das hier ist Pepper. Die graue Maus, ups. Die graue Maus hier heißt Pepper. Und die kleine da drin, die da, heißt McFlurry. Das habe ich euch, glaube ich, schon mal gesagt. Aber die graue Maus heißt jetzt Pepper. Und ja. Also das hier ist Pepper. Mit ihrem weißen Bauch. Und ja, das da hinten ist ja Bugatti, kennt ihr ja bereits. Und Nougat. Und ansonsten natürlich noch Khaleesi. Und ja, das ist dann auch eigentlich soweit. Das ganze Mäuse. Fünfer, die ganze Mäuse-Fünfer-Gruppe. Und ja, wie man sieht, sind sie jetzt schon am Fressen und am Mampfen. Und ja, die anderen beiden sind übrigens da drin. Ich glaube, man sieht es ein bisschen jetzt. Ja. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und derjenige, der da unten andauernd Lärm macht, ist übrigens Raven. Ist ja auch dabei. Ja. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.